Gestern war ja Reformationstag und man könnte ja denken, jetzt hat sich wirklich was verändert, es hat mal jemand Thesen angeschlagen und die Welt geht voran. So weit kann man bei den Sondierungen jetzt noch nicht gehen. Wir haben über Wohnen geredet und da ist ja klar, für uns, das ist die soziale Frage des nächsten Jahrzehnts. Wie wohnt man? Gibt es bezahlbaren Wohnraum wirklich für alle? Und das ist tatsächlich das, worauf wir uns geeinigt haben. Ja, das wollen wir. Wir wollen, dass es guten, bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommensklassen gibt. Und darüber wird jetzt zu reden sein, wie das geschieht. Dass wir sagen, Wohngemeinnützigkeit und Mietpreisbremse, das wissen alle. Und über die Wege, wie man zu bezahlbarem Wohnraum kommt, wird natürlich jetzt noch zu streiten sein. Die FDP sieht das mit der Mietpreisbremse ganz anders. Die CDU und die CSU wollen Wohneigentum für Familien stärken. Und wir sagen, gerade bei den unteren Einkommen geht es darum, dass man gut wohnt. Ja, kriegen wir die Agrarwende mit Jamaika? Das ist nicht ganz einfach. Alle waren sich einig, Landwirtschaft ist wichtig. Wir haben gesagt, aus der Sicht der Bäuerinnen und Bauern, darum geht es. Die wollen wir mitnehmen, das wollen wir gemeinsam machen und nicht gegeneinander. Aber es ist eben auch klar, die alte Landwirtschaft, die führt zu Artensterben. Glyphosat, Neonikotinoide, alles das ist ein Riesenproblem, das wir haben und das wir nicht mehr weiter fortsetzen können. Und deswegen wird es da noch ziemlich viel Auseinandersetzung geben. Christian Lindner war ja der Meinung, er müsse noch mal darüber reden, wie mehrheitsfähig das im Land ist mit dem Familiennachzug für die Geflüchteten. Und da ist uns aufgefallen, dass es dazu permanent Befragungen gibt. Und eine Befragung ist aus dem September. Und diese Befragung sagt ganz klar, es gibt eine deutliche Mehrheit dafür. Und zwar in der Bevölkerung insgesamt, auch bei den Wählerinnen und Wählern der einzelnen Jamaika-Parteien. Es gibt eine einzige Partei, wo es keine Mehrheit dafür gibt. Das ist die AfD. Das ist für mich ein weiterer Grund, klar zu sagen, Familien gehören zusammen und wir streiten und wir fighten an der Stelle.